ja auch schön, ey. Guten Morgen. Guten Morgen. So klingen wir um 5.30 Uhr. Freitagmorgen. Aha. Zeit für, was ist das jetzt, Urlaub? Nee, ne? Das werden wir dann am Ende dieser Folge als Resümee rausgeben, ob das Urlaub war oder ob du dispotechnisch eine Chimäre sondergleichen kreiert hast. Ja, ein Traum wird wahr nach langer Zeit. Kein Double Ender und wir fahren ins Ausland. Wir fahren ins Ausland. Wir fliegen sogar, habe ich mir sagen lassen. Ach ja, wir fahren erst zum Flughafen, heißt das Ding, und dann fliegen mit dem Flugzeug zum anderen Flughafen. Ja, wir werden das Auto sehr kurz benutzen und dann mit der Bahn fahren. Ich bin gespannt, ob das alles klappt. Ich erinnere an unsere Bahn versus Auto-Folge. Hat da nicht alles geklappt eigentlich am Schluss? Ja, am Schluss, naja, wir waren nicht da, wo wir hin wollten, und ich hatte ein Ticket entwertet, was ich nicht entwerten musste. Ach so, aber, da war was. Ja, sonst okay. Hat alles ganz gut funktioniert. Wir waren irgendwo, ja. Ich habe das Stockholm-Syndrom beim Bahnfahren. Ich blende einfach alle Probleme aus und finde es toll. Auch wenn es schlimm ist. Aber wir fahren ja nicht mit der Bahn im Prinzip. Sondern fliegen mit Ryanair nach Bergamo in Italien, in Norditalien. Ach so, fliegen wir doch nicht direkt da nach Mailand. Nein. Ach so. Wusstest du das nicht? Nee, ich weiß ja so einiges nicht, weil man muss ja dazu sagen, ich habe Cornelis gesagt, er soll mir einfach nichts sagen, außer dass ich grob weiß, dass es so klimamäßig nach Norditalien geht. Damit ich die Klamottenwahl und Wettervorhersage-App zumindest grob einkreisen kann. Aber ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Und wir müssen gleich los. Ja, ich bin auch gespannt, was uns erwartet. Und ich repliziere das Konzept der Überraschungsreise nun auch einmal auf dich. Ja, ich bin auf das erste Mal überhaupt auf einer Überraschungsreise. Und ich mag ja eigentlich keine Überraschungen, aber ich liebe sie. Ich bin neidisch, ich will auch. Nein, ich bin gespannt, wirklich. Man kann mich überraschen, aber auch nicht immer. Deswegen. Ich schlage vor, wenn das hier alles gut ausgeht, drehen wir es irgendwann nochmal um nächstes Jahr. Ich bin ja ein Mensch, der sehr von Planungswahn geprägt ist. Ja. Und unter anderem manifestiert sich das darin, dass ich immer, wenn ich sehr früh einen Flug erreichen muss, und ich meine, man muss jetzt mal dazu sagen, wir müssen eigentlich erst um 8.35 Uhr sollen wir abheben. Das ist in 3 Stunden. Ich weiß auch nicht, was wir uns dabei gedacht haben, derartig früh aufzustehen, aber man ist ja immer so eine Stunde vorher da sein, einchecken, Zeugs. Dann fahren wir auch noch mit der Bahn dahin, das heißt, da muss man auch nochmal einplanen, falls man doch mal irgendwie einen Zug ausfällt oder verpasst. Mit Umsteigen. Oder irgendwie sowas. Mit Umsteigen und sowas, genau. Und ich schlafe in diesen Nächten tatsächlich immer nur so eine Stunde, wenn überhaupt. Ich muss auch gerade mal, so, ich kann nicht aufstehen, sonst könnte ich kurz auf meinem Telefon nachgucken, wie viel ich tatsächlich diese Nacht geschlafen habe. Wir haben ja entsprechende biometrische Daten am Start. Und heute Nacht geschlafen habe ich, war zumindest, okay, mein Fitbit war der Meinung, ich hätte 4 Stunden 16 Minuten geschlafen. Na. Das ist irgendwie doch mehr, als ich gedacht habe. Möglich. Aber er ist der Meinung, dass ich von 23.44 Uhr bis 4.28 Uhr geschlafen hätte. Und das war definitiv nicht der Fall. Also ich habe zwischendurch auf jeden Fall einfach nur rumgedöst und habe mindestens 2 Stunden davon sehr bewusst wachgelegen und immer mal wieder auf die Uhr geguckt. Aber gut, vielleicht habe ich auch Unrecht und bilde mir das ein. Aber ich kenne das Gefühl. Ich hatte ja früher, das können wir vielleicht später, wenn mehr Zeit ist, noch etwas vertiefen, auch grässlichste Flugangst. Mittlerweile geht es. Nee, Flugangst habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe halt nur, ich habe Terminangst. Ich habe irgendwie immer Sorge, dass ich einen festen Termin verpasse. Ich musste mal meinen Neffen, Gruß an Mika, morgens zu einem Bewerbungsgespräch bringen. Und was habe ich gerade gesagt? Mein Sprachzentrum. Bewerbungsgespräch. Ja, Bewerbungsgespräch. Genau, das wollte ich auch sagen. Nicht Vererbungsgespräch? Nicht Vererbungsgespräch. Und ich wusste, wenn er das verpasst, dann muss er noch ein Jahr warten, bis er einen neuen Termin bekäme, was echt blöd ist. So. Das heißt, ich habe einen Tag zu früh morgens um irgendwie 7.30 Uhr völlig panisch bei ihm angerufen und geschrien, ich hab's verpasst, ich hab's verpasst. Woraufhin er sagte, du, das ist erst morgen. So geprägt bin ich von, gerade wenn dann noch andere involviert sind, dann, naja. Die Geschichte kann ich am Flughafen nochmal invertieren, spiegeln mit einer anderen Pointe. Aber das machen wir später. Nur ich kenne das halt das Gefühl, dass nicht schlafen können, aber tatsächlich, weil ich
bis zum Fliegen mal gedacht habe, warum machst du das? Du hast Fliegen, was soll denn das? Das ist totaler Blödsinn, es ist total unmenschlich, sich in diese Kiste zu quetschen und es kann alles schief gehen und selbst die Menschen und Statistik und auch die Menschen, die von der Statistik ausgegangen sind, auch die, die dann irgendwann mal abgestürzt sind, sind ja auch davon ausgegangen, dass, naja, so habe ich dann früher wachgelegen, es ist besser geworden. Wir können es gleich aufgreifen, aber jetzt müssen wir es mal los. So, wir sind wacher. Ja. Und flugbereit. Und wir haben leckere Baguettes gegessen. Die waren richtig gut. Die besten, die besten Flughafen-Baguettes seit mindestens einer Woche. Naja, ich bin ja eigentlich die Lufthansa Business Lounge gewöhnt. Da ist man natürlich. Nein, die waren echt gut. Ja. War ein bisschen mehlig, aber. Bei Bodega Tapas y Vino, eine spanisch angehauchte Franchise-Systemgastronomie-Bude. Obwohl wir ja eigentlich nach Italien fliegen, speisen wir spanisch am Flughafen. Genau. Ich sehe, dass unser Flug jetzt die Priority Lane bekommt, aber wir haben ein bisschen Zeit. Es piept schon wieder. Alter. Ja, das ist schlimm. Ihr müsst uns das nachsehen gerade. Wir können da gerade nicht so wirklich was gegen tun. Weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Ne? Ja, aufgeregt? Nö, jetzt, ich habe dir schon mal erzählt, jetzt bin ich ja entspannt. Also, das ist immer so. Den Hörern sagen, dass ich dir schon mal was erzählt habe, bringt irgendwie überhaupt gar nichts. Nee, weil ich bin immer total durcheinander, bis es dann irgendwie so weit ist, dass man eingecheckt hat und durch den Sicherheitsdienst durch ist und einem nicht irgendwas abgenommen wurde, was als was auch immer ausgelegt wurde. Du hattest Angst, die Adapter unserer Lavalier-Mikrofone, also unserer Ansteckmikrofone, könnten als Patronen erkannt werden. Ja. Ich Durchmesser, muss sagen, wie viel Millimeter? 30, 35er? Die Dinger sehen schon tatsächlich so aus. Also, ja. Ich finde es nicht so, aber gut. Nee, also jetzt bin ich entspannt, weil jetzt geht es nur noch in den Flieger und dann. Jetzt bin ich so ein bisschen aufgeregt, zum einen, weil ich sowieso nicht so gern fliege, aber ich habe das ja eben schon gesagt, das ist mittlerweile besser geworden. Trotzdem bin ich immer glücklich, wenn das Flugzeug gelandet ist, weil dann ist es wieder schön auf dem Boden. Ich habe einfach zu viele Filme gesehen und zu viel Fantasie. Viele Flüge waren dadurch gekennzeichnet, dass ich irgendein Geräusch gehört habe. Und ich gefragt habe, werden Sie uns das jetzt sagen, wenn es ein Problem ist? Ist es eins? Oder machen Sie einfach Ihr Ding? Oder wissen es vielleicht selbst gar nicht, weil nur Busfahrer dieses Flugzeug fliegen, die sich gar nicht auskennen. Eigentlich schon. Wenn man dann 15 Mal geflogen ist, kennt man die Geräusche und weiß, ja, es klingt auch ein bisschen anders, wenn du vorne sitzt als hinten und so weiter und so fort. Und mittlerweile bin ich da sehr viel entspannter, aber nicht vollständig. Also für mich ist das schon noch ein bisschen, also sagen wir 10% vom ursprünglichen Aufregungslevel, aber es ist nicht ganz ohne. Ach, das Jingle. Ja, bei mir setzt inzwischen so eine Art Altersmilde ein. Das sind wir nicht. Nein. Nach Tegel wollen wir auch nicht fliegen. Nach Tegel wollen wir heute ausnahmsweise mal nicht. Nein. Werd fertig. Ich glaube, die geht schon rein. Vielleicht sollten wir langsam mal los. Ja. Auf geht's. In diesem Sinne, bis später. Bis dann. Test, Test. Test, Test. Aufnahme läuft. Ja. Italien und auf der Autobahn. Ja, schnauf. Es gibt sogar Sonne und wir leben noch. Und wahrscheinlich ist es gerade scheiße laut. Ja, dieses Auto ist nicht so schön wie deins. Akustisch. Das merkt man. Also das, aber ich glaube, das liegt auch am italienischen Straßenbelag. Das auch, ja. Also der fühlt sich irgendwie echt so ein bisschen rauer an. Und wir haben gerade festgestellt, die fahren hier wie gesenkte Säue, würde ich sagen. Ja. Weil scheinbar ist es hier, da sehen wir es gerade vor uns. Man blinkt hier einfach nicht. Warum auch? Und Straßenmarkierungen für die einzelnen Spuren sind ja auch echt Mangelware. Also gerade jetzt hier auf der Autobahn sind sie relativ frisch sogar, aber gerade eben an der Mautstation, wo wir waren, da war halt eine riesengroße Fläche und das war so, ja, guck mal, wie du klarkommst. Wollen wir sagen, dass wir es dreimal verfranst haben? Nee. Nein, das sagen wir nicht. Ne? Einmal also höchstens. Völlig. Also wir können das, ja. Also. Wir haben den Test bestanden. Das war ein Test. Genau. Wir sind raus. Das war ja eigentlich nur ein Klammerversuch, dass uns Bergamo festhält, aber... Genau. Ja. Bergamo ist eigentlich auch ziemlich schön, wenn man ehrlich ist. Aber... Habe ich nichts von gesehen, war eine Dunstglocke. In der Entfernung waren irgendwelche Berge, wir sind gerade eben über eine Brücke gefahren, da war eine schöne Burg, aber ich habe keine Ahnung. Ja, nee, läuft jetzt. Was fahren wir eigentlich? Ist das jetzt ein Fiat Kubo? Steht das irgendwo? Das ist ein Fiat. Sehr geräumig, sehr schmutzig. Wirkt wie ein zusammengequetschter Kombi. Ja. Ist aber nicht so groß wie ein Kombi. Ist einfach nur von hinten einmal gegengeditscht. Und ich möchte auch nicht hinten sitzen, weil hinten die Beinfreiheit ist noch kleiner als in der Holzklasse. Bei der günstigsten Airline, mit der ihr je geflogen seid, würde ich sagen. Tja, und sonst? Es hat geregnet, als wir ankamen. Jetzt ist das, was hier nicht ist, die Sonne da. Das ist sehr wechselhaft im Moment, ja. Jetzt kommt schon so ein Mautterminal. Ah, wir sind von der Maut.
Dorfstraße runter. Aber ich befürchte, das ist hier alles gerade sehr laut und anstrengend für die Hörer. Ich glaube, ja, wir sollten uns das für den nächsten Tag noch größtenteils aufheben. Okay. Wir können es einfach stecken lassen. Wenn ich so auf die Pegel auf unserem Aufnahmegerät gucke, ja, tut uns leid. Okay. Wir sind gleich wieder da. Ich bräuchte jetzt auch bald mal die Karte zum Mautifizieren. Richtig, die Mautkarte. Da ist sie. Authentifizieren, das machen wir ja gerne. Authentifizieren. Dann authentifizieren wir uns und... Mautifizieren. Siehst du, nicht nur ich verstehe nichts, auch die Hörer verstehen wahrscheinlich gerade nichts. Bis später. Zero Karte, Bankomati, Karte de Kredito, Zero Commissioni. Eine Kommission auf das Bezahlen von Mautgebühren? Naja, also du bezahlst für etwas und natürlich kann man da auch noch eine Kommission nehmen. Guck mal, da ist Pac-Man. Was? Wo? Okay. Control Board. Egal. Guck mal, funktioniert sowieso nicht in Audioformaten. Eigentlich sollten wir die drei mit der Hand nehmen, glaube ich. Obwohl auf dem Foto, was mir unser Informant geschickt hat, war ein Mensch mit einer Hand. Unser Informant? Naja, wird schon gehen. Das klingt auch... Auf keinen Fall dürfen wir zurückfahren, wenn es nicht funktioniert hat. Auf gar keinen Fall, weil das ist hochverboten. Zurückfahren? Was heißt wie zurückfahren? Wenn man irgendwelchen Gründen mal zurückfahren müsste, das sollte man nicht tun. Also man darf hier nicht rückwärts fahren. Jedenfalls nicht. Aber warum sollte man das auch tun? Weiß nicht. Steht in meiner Mail, gerade nicht zur Hand ist. Sind da überhaupt Menschen in diesen Boxen da vorne? Weiß ich nicht. Oder sind da nur Automaten? Ich vertraue das dem ja irgendwie gar nicht. Ne? Also ich finde ja, Mautzahlen ist sowas, ist so da. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen, insofern. Ja, natürlich, muss das heißt, schon die wollen Geld verdienen, die wollen ihre Autobahn irgendwie in Schuss halten. Das verstehe ich ja irgendwie auch. Aber, das muss aber auch funktionieren. Das ist halt schon irgendwie eine ganz schöne Wegelagerei hier. Ja. Nein. Aber Apple Pay? Ja. Wäre eigentlich schön, einfach so ein Induktionschip unterm Auto, fährt man drüber, zack, bumm, bis 1 Million Euro los. Attenzione. So, wir gucken mal, was der Vordermann macht. Er steckt es also in das rechte der beiden Schlitze. Dieses komische Kärtchen mit den unleserlichen Dingen drauf, die wir eben bekommen haben. Ich versuche gerade rauszufinden, was überhaupt gelesen wird von diesem Automaten. Ich meine, diese Karte hier hat weder einen Magnetstreifen noch einen... Ist das schwarz nicht Magnet? Ein Barcode. Ist das ein Magnet? Ja, es fühlt sich etwas dicker an. Vielleicht ist da was... So. Also, Conny, das steckt rein. Er will nicht. Doch. Jetzt will er. 3,40 nur. 3,40? Und jetzt überhaupt unter dem, was Cornelis als Bingo vorausgesagt hat. Jetzt steckt er die Kreditkarte in den Schlitz hinterher. Hat funktioniert. Arrivederci. Wunderbar, wunderbar. Das funktioniert. Ne? Nur noch anfahren. Oh, ich habe eine Kreditkarte gewonnen. Juhu! Ich gebe mal die Nummer durch. Nein. Gut. Das hat funktioniert. Ja. Das war auch, glaube ich, unfassbar spannend für die Hörerschaft. Ah. So. Zusammenspuren. Muss man dieses Durchbrechen der vierte Wand abgewöhnen, glaube ich. Ja. Wir sind noch nur 17 Minuten nach der Zeit. Nur 17 Minuten. Damit haben wir dann auch noch mal 3 Minuten im Vergleich zum Flughafen verloren. Mhm. Die haben wir übrigens gerade hier verloren. Weil das wieder in Nullzeit einberechnet ist. Also gar okay, nicht. Als wir an das Bauding rankamen, waren es nur 14 Minuten minus, jetzt sind es 17, obwohl wir so lange gar nicht gestanden haben, oder? Fürs Protokoll der Ewigkeit, wenn ich am Montag extrem gestresst sein sollte, dann liegt das daran, dass Cornelis hier wirklich jede Sekunde verplant hat und wir wahrscheinlich 5000 Folgen an diesem Wochenende produzieren werden. Fußnote, ich habe vom Meister gelernt. Okay. Wer das ist, der wird es wissen. So. Naja gut, dann gucken wir mal, wo es hinführt, ne? Ja. Wie spät ist es jetzt? Weiß ich nicht. 23:40 Uhr. Meine Güte. Was für ein Tag. Wir haben uns ja lange nicht gemeldet. Nee. Hatte Gründe. Wir hatten einige technische Fuck-ups. Ich habe diesmal kein anderes Wort dafür. Das Wort habe ich auch schon mehrfach verwendet heute, als ich das Leuten geschrieben habe. Was ist denn passiert? Wo haben wir denn aufgehört? Es fing doch alles so schön an mit Mautstellen und Regen. Genau, es war alles super toll. Nein, wir hatten eigentlich war alles toll, bis auf, dass wir zuerst nicht reinkamen bei, hilf mir schnell, der Expo. In die genau. Expo in Mailand. Das war unsere erste Station heute Morgen. Das war kaputt. Wir hätten reingekonnt und zwar morgen um 18 Uhr. Genau, also heute. Nee, noch nicht. Nee. Ein paar Minuten ist erst. Morgen ist morgen. Heute.
dann wären wir fast nicht aufs Dach im Fiat-Werk gekommen. Die Folge solltet ihr eigentlich an dieser Stelle dann schon gehört haben, dass Lingotto. Ihr wisst, dass wir dann doch hochgekommen sind. Da hatten wir eine echt skurrile Situation. Wir hatten einen Tipp bekommen, dass wir da irgendwie in ein Hotel reingehen sollen und da nach dem Schlüssel fragen sollen. Und ich meine, wir kommen aus dem total reglementierten Deutschland, wo man zumindest von uns irgendeinen Pfand für den Schlüssel hätte haben wollen. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so lösungsorientiert eine Situation gelöst bekommen. Ja. Unglaublich. Also wir gingen da wirklich zum Tresen und fragten nach, we would like to get to the roof. Oh yeah, I give you the key. Ja. Die fragen hier immer nach und wir haben ja auch 15 andere Schlüssel, so ungefähr. Okay, also wir wussten uns weder ausweisen noch sagen, weil wir sind noch irgendwie interessiert, dass jemand, ob wir in diesem Hotel Zimmer hätten oder so. Ich fand's super, also nochmal vielen Dank ans NH Hotel. Super, finde ich toll. So viel Vertrauen möchte ich gerne öfter in dieser Welt haben. Und ich finde es eigentlich fast schon grau, also seltsam, dass ich es komisch finde, dass die Welt nicht so ist. Das stimmt, ja. Ich bin verdorben. Ja, und dann ging halt das technische Durcheinander los. Naja, wir waren dann ja noch immer noch in Turin, genau. Und harmlos, ich habe vergessen, Rekorder anzumachen. So fing das zumindest an. Wobei, bist du dir sicher, dass du ihn vergessen hast? Ah, ja, er blinkte, ne? Ja. Weil danach kam ja das Problem, dass er von selbst ausging. Ja, aber Batterien leer waren das. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht waren sie auch nicht mehr ganz voll. Das Problem ist ja manchmal, dass man Batterien dann drin lässt und schon so ein bisschen angeknabbert hat. Ja, ich habe keine Akkus verwendet. Das ist natürlich hier. An allem bin ich schuld. Das gebe ich ja voll und ganz zu, aber ich habe ja auch diese Reise organisiert. Also bin ich sowieso schuld. Also was soll man hier jetzt irgendwie groß von rumreden? Ja, man muss aber auch mal was Positives sehen. Also ich fand, das war ein toller Tag. Ich fand deine Zeitplanung etwas sehr knapp. Also zwischendurch musste ich Durst leiden wie noch nie in meinem Leben. Nee, alles gut. Wir haben. Ich war an allen Orten, in denen ich sein wollte, zu der Zeit, zu der ich sein wollte. Das muss man jetzt nochmal so sagen. Das muss man auch mal sagen. Also deine Zeitplanung war vorbildlich. Du hast nur irgendwie null Zeit für so körperliche Bedürfnisse wie Toilettengänge und Trinken eingeplant. Und wir waren quasi 5 Minuten bevor in unserem Hotel das Restaurant Schloss angekommen. Aber eigentlich war es schon zu. Habe ich den Satz jetzt richtig beendet? Es ist, wie gesagt, schon. Aber eigentlich war auch das schon zu. Eigentlich war das schon zu. Also auch das war kaputt? Mit Händen und Füßen. In dem Filmmuseum, in dem wir dann noch waren, war dann der schöne Rundgang oben in der Kuppel noch gesperrt. Oh, und ja, das stimmt, der war auch gesperrt. Und da ist ja dann auch, wie gesagt, der Rekorder ausgefallen, sodass wir da jetzt eine ganz furchtbare Stückelfolge haben, die gehört habt, weiß ich echt noch nicht. Genau, dass diese Folge jetzt am Ende des Ganzen ist, wissen wir an der Stelle nicht, ob diese Folge hier rausgekommen ist. Vielleicht teuer ich einfach 2 Laien-Schauspieler an, lass die nochmal irgendwo nachspielen im trockenen Studio. Ja, irgendwie so. Also irgendwas werden wir daraus machen. Also Cornelis, ich sage mal wir, weil das ist eigentlich solidarisch gemeint, aber ich kann ihm eigentlich nicht dabei helfen. Naja, vielleicht müssen wir nochmal was nachsprechen, dann bräuchte ich deine Stimme zumindest. Ja gut, das ist ja kein Problem, aber dieses ganze Geschnibbel aufgrund dieser vielen Rekorderausfälle ist wahrscheinlich enorm geworden. Es ist seltsam, dass wir jetzt in der Vergangenheit zu euch in der Zukunft sprechen. Aber das kennt ihr doch, das haben wir schon so oft gehabt. Aber das hatten wir schon mehrfach. Ja, und wie gesagt, jetzt sind wir am Hotel angekommen und da war uns prognostiziert, was war nochmal prognostiziert? Wofür? 19 Uhr, nee, 21 Uhr. Achso, bis 21.15 Uhr sollte man Essen bekommen. Gut, wir haben auch Essen bekommen, aber irgendwie klang das eigentlich in den Mails so, ich habe extra die angemeldet und so, dass man bis 21.15 Uhr, was jetzt eigentlich auch nicht so spät ist für Italien, finde ich, also normal im Restaurant Essen bestellen kann und nicht einen. Wir haben noch genau ein Essen und das gibt's jetzt. Das war gut. Aber es gab eben keine Auswahl mehr. Ja, also das, ich meine, ich würde das fast öfter machen, wenn ich immer so leckeres Essen bekomme, ohne je eine Karte des Restaurants gesehen zu haben. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, was das gekostet hat. Vielleicht war das goldene Vatikanhühnchen. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten eine sehr leckere Abenddarreichung. Du hattest Wein, ich hatte eine Cola. Es war eine der besten Colas meines Lebens. Der Wein war auch super, ich habe gleich 2 davon getrunken. Also irgendwie. Also die Cola. Hauswein ist gut. Die Cola war ein fantastischer Jahrgang. Und was hatten wir zur Vorspeise? Von dem wir dachten, das wäre das Hauptgericht? So Wickelpasta. Ja, es war fast so eine kleine Calzone, allerdings mit Pastateig.
Sehr gut. So mit Schinken und Käse drin. Und danach gab es eine riesen Portion Hühnchen mit Bratkartoffeln. Und das war beides gut. Oh Mann, ich bin müde. Ja, wir schlafen bald weg. Also es war das Tolle bei Reisen ist ja das, und auch bei Podcasten, ich mag Kontraste und Abwechslung. Und ich meine, es ist auch ganz, wenn ich sage, es ist auch irgendwie schön, das ist das falsche Wort. Es hat schon auch was, wenn es Hochpunkte und Tiefpunkte, Höhepunkte heißt das, ne? Höhepunkte und Tiefpunkte gibt und dadurch halt auch die Höhepunkte umso höher werden, ne? Höhepunkte umso höher werden. Du derartig komplizierte Sätze kriege ich um die Uhrzeit nicht mehr gepasst. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach schlafen und guck mal, was der morgige Tag vielleicht kann ich den Gedanken nochmal morgen aufgreifen. Bringt. Übrigens, um dich so ein bisschen zu beruhigen, am Sonntag regnet es immer noch nicht nach meiner Wetter-App. Ich weiß nicht, was Siri da hatte. Ich habe heute Siri auf der Fahrt gefragt, ob es am Sonntag in Venedig regnet. Ja. Sie sagte ja. Und zwar redete sie von Gewittern. Nö. Aber es gibt morgen Gewitter, wo wir sind morgen. Allerdings erst ab nachmittags, da sind wir auch vielleicht schon wieder weg. Außerdem haben wir immer Gewitterwarnungen bei uns und das macht ja nie Gewitter, ne? Also Schwimmflügelchen einpacken. So, danke fürs Dabeisein. Wir schlafen jetzt ohne euch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ha. Ein anderer Seufzer als gestern. Ja, das ist sehr, sehr geil, was Sie hier gerade sehen. Wir sind gerade aus unserem Hotelzimmer ausgestiegen. Jetzt sehe ich das richtig. Es sind ja Layer um Layer an. Das sind gar nicht so richtig Berge, es sind so kleine Hügel mit Nebel und oben drüber die Wolken. Und es sieht ein bisschen aus wie in der Toskana. Aber ja. Es ist nicht Toskana, es ist im Astia, ist die Region, glaube ich. Hier wird dieser Sekt gemacht und das ist toll. Also wir haben da vor allem ein unglaubliches Wolkenpanorama gerade hinten. Und das ist echt so Hügel über Hügel. In den einzelnen Zwischenträumen der Hügel hängt noch so Morgennebel und die Sonne bricht hier durch. Und ja, es ist super schön. Also leider ist zwischen uns und dem Ganzen noch eine weitere Scheibe. Jetzt könnten wir mal drüben gucken, ob diese Schiebetür, durch die wir gestern Abend... also wir stehen quasi vor dem Restaurant unseres Hotels. Ich glaube, das ist zu, aber vielleicht kommen wir uns raus. Und ob diese Tür, die hier irgendwie ist, ob man da reinkommt. Ja, die ist tatsächlich... Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir gehen ums Haus rum. So, aber können wir natürlich auch tun. Oh nee, dann erstmal hier gucken. Schöne Sphäre hier im Frühstücksraum. Ja, mit Kühlschränken. Ja, aber auch, die, ich meinte eigentlich das Licht und die Sonne und so. Okay. Das ist schon Premium. Die Sonne scheint hier rein. Aber das ist ja eigentlich nicht der Frühstücksraum, das ist ja nur der Abendraum. Weil Frühstück findet ja im zweiten Stock statt, wie wir gestern Abend gesagt bekommen haben. Richtig. Oh, wie gut auch geschlafen zu haben. Alles wieder aufgeladen zu haben. Ja. Also das ist wirklich uns aufladen, die Technik aufladen. Ich merke jetzt erst im Vergleich, wie kräftezehrend so ein Tag doch ist. Ja, das ist schon echt fantastico. Nee, wir haben gestern gelernt, excelente. Ja. Da vorne ist ein kleiner Weg, wir könnten da noch schnell hingehen. Ja, sobald ich das... Ich habe gestern von diesem Drang gesprochen, sobald man großartige Aussichten hat, möchte man irgendwie 15 Fotos machen, obwohl es immer dasselbe Motiv ist. Ich kann gerade sagen, die sehen sich sowieso ähnlich und sind vor allem in 2D. Ja, das ist aber wirklich was. Ne? Bei Aussichten Fotos machen, man vergisst immer, dass die Fotos zweidimensional sind. Ich warte noch darauf, dass es wirklich gute 3D-Kameras gibt für Reisen mit VR-Brillen, die dann zu Hause mir die Reiseerlebnisse von den 3D-Panoramen wirklich authentisch zurückgeben. Und ich nochmal überall hinfahren muss. Ja. Scheiße. So, kleiner Dorfplatz. Mit, was ist da oben? Keine Burg, oder? Nee, das ist ein Aussichtspunkt. Wow. Sollen wir da mal hochgehen? Ja. Wir können auch mal, haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir sind? Nee. Alice del Bel Colle. Klingt gut, ne? Auch abgekürzt auf Ortsschildern auf dem Weg zum Ort Ellis B. Auch vorher noch ein Luftbild gesehen von dem Ort. Das ist ein sehr schönes kleines Dorf von so einem Halbmond angelegt. Da finde ich es interessant. Wir sind hier gestern im Stockdunkeln hingefahren. Und dadurch haben wir überhaupt nichts davon gesehen. Wir haben eigentlich nur enge Gässchen und ich habe ein bisschen gemerkt, dass es bergauf geht. Aber ich habe in keinster Weise gemerkt, in was für eine wunderschöne Region wir hier fahren.
Ich mag diesen Effekt total. Und wir saßen ja auch gestern Abend bei Nacht in diesem Essraum, in dem wir gerade waren. Haben rausgeguckt und haben uns halt selber gesehen. Oh, hier oben liegt Kunstrasen. Oh. Geht's noch höher. Ach du Scheiße. Ist doch geil. Warte, lass mal kurz hier hochgehen. Können wir in beide Richtungen gucken. Es schwingt. Das ist die Burg. Die Burg ist ein kubischer Steinblock. Okay, das ist draufklettern, der keine wirkliche Burg. Natürlich ein glücklicher Zufall, dass unser Hotel direkt gegenüber vom höchsten Punkt im Umkreis von gefühlt 100 Kilometern ist. Geil. Also, mal, atmen. Und um uns herum ist das Weinberge. Das ist ja auch wirklich eine Weinregion. Der Asti ist ja ein Schaumwein, ein Sekt. Und der wird hier angebaut. Wahrscheinlich. Und die Gänse, hörst du die Gänse? Ja. Ich höre aber auch den Bagger auf der anderen Seite. Oh shit, du hast recht. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich nicht gehört. Die Geister des Field Recorders. Das wird ja lauter. Das ist kein Bagger, das ist ein Trecker. Aber der scheint sich zu entfernen. Wir könnten eine Chance haben. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, nicht meine vollständige Field Recording-Ausrüstung in den quasi meine Wäsche für Tage 2 und 3 gegen vernünftige Mikrofone eingetauscht zu haben beim Fluggepäck. Weil diese Morgenatmosphäre hier, die ist schon gerade echt cool. Aber ich mache es gerade schlauer als gestern. Ich merke mir, in welche Richtung ich schon Fotos gemacht habe. Dann weiß ich, wann ich den Ausblick selber genießen kann und nicht mehr meine Kamera drehen muss. Irgendwann kommen Kameras, die sagen, wollen Sie dieses Foto wirklich machen? Sie haben schon ein Foto aus dieser Perspektive. Ja, das wäre großartig. Auch gar nicht so unmöglich eigentlich, ne? Aber auch dieses kleine Dörfchen, was wir hier haben, das ist ja super, so wunderschön, ey. Das ist total verträumt auf der Spitze dieses Hügels. Und uralte Fassaden, die alle diesen, ich hätte jetzt fast schon spanischen Charakter gesagt. Also das ist, ja. Die kleinen Dörfer, so zwischen Italien und Spanien, ich weiß gar nicht, die nehmen sich, zumindest auf den ersten Blick, vielleicht nicht so viel. Wir hatten zwar gestern schon kurz dieser Baustil, den man auch in der pervertierten Form in Mexiko wiederfindet, ist ja eigentlich, dänisch, spanisch. Ja, das scheint, dass sie ähnliche Wurzeln zu haben. Wobei es im Spanischen dann noch mehr maurische Einflüsse gibt und ganz andere Geschichten, aber das sind wirklich Details. Da hinten am Horizont so Cumulus-Wolkenbildung und dahinter kommen so drei Spuren von Jets irgendwie raus. Das sieht gerade echt zu surreal aus, um irgendwie wahr zu sein. Doch. Das ist schon cool. Hier wird auch eine italienische Fahne. Also ich, was wollten wir noch mal frühstücken? Wir müssen leider auch bald. Ja. Dann lass uns noch mal kurz hier zum Ende kommen. Ja. Das war die Nacht in Alice Bel Collo. Genau. Im Hotel Belvedere kann man nur empfehlen eigentlich. Ein süßes kleines Hotel mit ganz gutem Essen. Ja. Und echt astrein geiler Lage. Ja, dann machen wir uns mal auf in den Tag, wa? Ja. Guten Morgen und zurück zu der Meterfolge von Schönelding. Guten Morgen. Es ist noch sehr früh, aber wir sind noch früher aufgestanden, wie man das so ist, also wie das so ist mit dem Fluss der Zeit. Es ist immer ein früher. Ja. Ist noch so ein später, weil wir sind an Tag 3 und der Tag 3 ist ja später als Tag 2 und Tag 1. Egal. Also so am dritten Tag unserer Reise. Weiß ich, wie der Fluss der Zeit endgültig funktioniert. Ja, gut. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Oder immer noch, genau genommen. Wir fahren jetzt nach Venedig. Ja, wir sind im Zug. Ich wusste bis vor 24 Stunden noch nicht, dass ein Zug nach Venedig reinfährt. Aber man lernt ja immer dazu. Wow, diese Pfeife, die ihr da gerade hört, die hat mir eben ungefähr auf einen Meter Entfernung jemand ins Ohr getrötet. Es pfeift noch auf der linken Seite. Wir beschweren uns. Es regnet übrigens. Nee, gerade nicht. Ach so. Also, wenn man jetzt schon irgendwie... Man muss ja auch mal das Positive im Negativen sehen.
Also jetzt gerade im streng genommen regelt es nicht. Wir sind hier in Porto Marghera. Marghera, ja. Da kannst du es irgendwie schöner italienisch betonen und aussprechen. Da legen die großen Pötte an, oder? Ich habe das, glaube ich, eben noch gelesen. Das kann sein, ja. Der Hafen sein, wo momentan auch diese neue Bestimmung gilt, dass diese ganz schweren Super-Luxusliner nicht mehr in die Lagune von Venedig reinfahren dürfen, weil es tatsächlich das Problem gibt, dass da Häuser unterspült werden. Aber das habt ihr die falsche Folge. Alles schon in der Venedig-Folge gehört, genau. Das ist lustig, weil ihr hört diese Folge ja quasi am Ende des Ganzen und Vor allen Dingen habt ihr die Folge schon gehört, die wir noch gar nicht kennen. Genau. Das ist so viel zum Fluss der Zeit. Was wollen wir noch zur Reise sagen? Wir sind gestern sehr lange Auto gefahren. Ja, du bist sehr lange Auto gefahren. Ich habe ja nur daneben gesessen, aber ich wusste nicht, dass Beifahrer sein anstrengend sein kann. Also es ist wirklich, als ich aus diesem Auto rausgeklettert bin, ich musste mich förmlich auseinanderfalten. Aber gut. Und am Ende ist der gierige Mautschlund ziemlich geschockt. Wir spielen das mal an dieser Stelle ein. So, ich habe Angst. Oh. Wow. Das war mehr als ich dachte. Der Schlund geht auf. Vor. Arrivederci. €37,50. Nichts vergessen, 6 Euro waren schon bis. Diese Autobahnen sind teuer. Alter. Ja, ich habe den Preis, weiß ich nicht, wahrscheinlich gerade gehört. €37,50, wenn ich mich recht erinnere. Plus 6, weil wir hatten vorher schon ein Stückchen. Also stimmt. Eigentlich über 40 Euro für 500 Kilometer. Ja. Dafür muss man aber auch sagen, die Autobahnen sind in einem relativ guten Zustand. Das ist wahr. Und aber dafür auch relativ leer. Wundert mich das auch nicht. Willst du kurz mal unser Ticket zeigen? Doch nicht. Oder auch nicht. Tja. Wir haben gestern sehr gut gegessen. Ja. Im wunderschönen Hotel. Maria Luigi, genau. Nicht weit von Venedig, 30 Kilometer raus. Wieder ein Tipp unseres Reiseplaners. Ja. Danke hier an dieser Stelle. Extrem gutes Essen, sehr fischlastige Karte. Ich habe eines der wenigen Gerichte gewählt, die nicht fischlastig waren. Ich habe mir Tartare bestellt. Habe ich noch nie gegessen. Sehr, sehr köstlich. Ich hatte einen Fisch, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ein Gelbschwanzmakrele oder ein Gelbschwanz. Ja, irgendwas? Ja, ich meine Gelbschwanzmakrele. Ja. Es war. Geil. Ich habe vergessen, wie er auf Englisch hieß. Ja. Nee, wirklich ein sehr sauberes, sehr beschauliches kleines Häuschen mit eigenem Restaurant, mit wirklich sehr, sehr gutem Essen. Kann man sich antun. Ist sogar in 3D bei Apple Maps. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. So, und wenn wir rausgucken, wow. Ich sehe gerade zum ersten Mal das Meer von Venedig. Ich bin gerade erstaunt, das ist wirklich der richtige Zug. Der Zug, den wir nehmen wollten, fuhr 60 Sekunden früher ab. Und dieser Zug eben sogar 3 Minuten. Was ist denn da los? Hier sind die Züge überpünktlich. Was hatten wir denn noch für Themen? Themen? Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele Dinge zu besprechen, aber vergessen sie immer, wenn wir aufnehmen. Ja, wir haben das immer. Wir haben auch über Entspannung gesprochen und Stress, aber das ist jetzt halt hier zu viel. Entspannung, Stress, Urlaub und an solchen Tagen wie diesen, weil, wie gesagt, wir sind heute um 6.20 Uhr aus den Federn gefallen, damit wir alles rechtzeitig schaffen, weil heute geht ja auch noch unser Rückflug. Also wir pressen das hier ja alles in 3 Tage, von denen eigentlich nur ein Tag ohne einen Flug ist. Das heißt, der arme Cornelius muss heute Abend noch mal 2 Stunden das Gaspedal festhalten, weil wir keinen Tempomat mehr haben. Und als notorischer Dauerbahnfahrer, wie ist das für dich? Jetzt es geht eigentlich. Längere Zeit, ein Automobil zu bedienen? Also es ist ja so ein bisschen so eine Modusänderung. Ich kann ja Auto fahren, mögen viele nicht glauben. Ich muss dann erstmal wieder reinfinden und wenn es dann läuft, dann läuft es. Dann kann ich auch mal eben 400 Kilometer am Stück durchfahren. Ja. Ich finde es zwar nicht so spannend, bin aber überraschend wach. Also das Gegenteil von Bahnfahren, wo ich mal überraschend müde bin. Also quasi komplett in mich zerfalle, in den Suspend-Modus und mich aber auch nicht wach halten kann. Autofahren war immer schon so, dass es mich auch zur tiefsten Nachtzeit und selbst wenn ich vorher total müde war, schon auch wach macht. Also ich bin dann aufmerksam. Das kostet natürlich Kraft und macht müde, aber hinterher funktioniert. Ja, Alvin, du machst das ganz gut. Also in diesen italienischen Städten, da hätte ich schon das eine oder andere Mal wahrscheinlich die Beherrschung verloren. Aber Cornelis meistert das alles sehr bravourös, muss ich sagen.
Ich verliere eher die Beherrschung auf Autobahnen, weil die mich irre machen als in den Städten. Ah. Aber sei es drum. Auch immer die Angst der nächsten Mautstationen. Diese Mautstationen sind auch wirklich, die kommen dann um die Ecke und sie leuchten und grinsen quasi schon feist. Das ist wie ein auf die Straße gelegtes diabolisches Grinsen. Jetzt musst du zahlen, es gibt keinen Weg drumherum. Such dir noch aus, wo, aber diese Wahl ist im Prinzip keine, weil es kostet überall das Gleiche. Ne? Also keine Option, keine Chance. Ja, und man bekommt ein steinzeitliches Ticket. Du hast mir erzählt, du warst vor kurzem in einem Lande, dem es wesentlich besser geregelt ist. Ja, in Norwegen wird die Maut ja über ein Online-System abgewickelt, wobei man dazu sagen muss, hier gibt es ja auch Telepass. Vielleicht hätte man sich da ja vorher anmelden können. Ja, in Norwegen läuft es jedenfalls grundsätzlich so, dass man sich einen Account erstellt, Kreditkarte einhängt, kein großes Problem, und das Autokennzeichen einträgt, was man ja auch relativ leicht noch unterwegs machen kann. Und Menschen, die keine Kreditkarte haben, kommen wie durch Norwegen? Ja, gar nicht. Kreditkarten sind die Zukunft. Finde ich, ist auch ein sehr gutes Ausschlusskriterium einfach für Menschen, die man eventuell so finanzflüssigkeitstechnisch nicht in seinem Land haben möchte. Das Nette in Norwegen ist übrigens, dass du kannst dich 3 Tage später anmelden, weil es dir relativ egal, du bist ja einfach erstmal gespeichert. Mhm. Du kannst es auch nicht machen, mit ein bisschen Glück kriegst du einfach eine Rechnung nach Hause geschickt, ohne extra Kosten, weil in den meisten europäischen Ländern Fahrzeughalter auch ermittelt werden können. Gut, bei einem Leihwagen würde man das vielleicht nicht wollen, weil dann der Leihwagenanbieter große Kosten aufschlägt für das Handy. Aber als Privatfahrer geht das durchaus. Wenn sie dich nicht finden können, geht das Ganze an ein Kassunternehmen in Großbritannien, dann wird es teuer, ist aber wohl bei deutschen Autos nicht der Fall. Das heißt, es ist relativ simpel gelöst und das ist eigentlich auch für jeden funktioniert und es ist auch nicht teuer. Also wir sind zwar nicht so viele Mautstrecken gefahren, aber das teuerste, was wir pro Strecke, die so 100 Kilometer lang war, bezahlt haben, waren bei 4 Euro. Das heißt, wir hätten für die Strecke gestern nicht 40, sondern 16 bezahlt, was sich irgendwie besser anfühlt. Und wenn du die Frage beantwortet hättest, was mit Leuten passiert, die keine Kreditkarte haben, sie kriegen eine Rechnung nach Hause. Richtig. Aber das würde ich jetzt auch von einem Mietwagenunternehmen erwarten, dass sie dann das quasi integrativ regeln und die direkt die Registrierung dann über ihr eigenes Kennzeichen und dir quasi die Rechnung hinterher schicken wollen. Na klar. Wir reden ja hier über unsere Italien-Trip und nicht über norwegische Maut-Dinge. Aber ihr merkt schon, dieses Maut-Ding ist so verstörend für deutsche Autofahrer, dass sich das durch unsere Mieter folgt. Allein dieses Wort Maut, das ist ja schon wie Maul aufreißen. Und der Schlund, wir hatten das, glaube ich, gestern nicht gewürdigt, der Geldeinwerfschlund ist so eine kleine Klappe, irgendwie so handbreit. Die kommt irgendwann verstohlen so und aufgeklappt und dann macht sie aber Geräusche und klappert mit Geld. Das macht sie wirklich. Durchrutschen würde. Wenn man zu lange wartet, dann weist das Ding deutlich darauf hin, hier bitte reinschmeißen. Ob das jetzt zufällig nur in dem Gerät so war, in dem wir eben gerade noch lang gefahren sind oder grundsätzlich, das kann wir anders bestätigen. Das hat gerade Kassensturz gemacht, genau. Ja, man muss dieses Panel, was man da sieht, das sieht wirklich absurd aus. Wir müssen, glaube ich, mal ein Foto davon noch machen und das stimmt. Anhängen. Ich werde da als treuer Beifahrer noch dran denken. Das ist wirklich ein riesengroßes Sammelsurium an Kläppchen und Schlitzen und Knöpfen und Warnhinweisen und blinkenden Lämmchen und man weiß, man ist so völlig überfordert, in welchen Schlitz man jetzt was irgendwie reinstecken muss. Ach ja. So, jetzt kriegt ihr mal kurz zu der Mautklappe. Es ist halt seltsam, dass sie aufklappt, weil sie geht immer auf und zu. Warum? Man muss da nicht einfach einen Trichter zum Geld einwerfen, der dann dauerhaft angebracht ist. Ein Geldsiphon. Ja, das ist ein passendes Wort. Und währenddessen zieht jetzt hier die erste Häuser von Venedig in mein Blickfeld. Ich war noch nie hier, aber das ist mehr. Oder habt ihr ja schon. Ich vergesst es einfach. Du musst lernen, mit Zeitreisen umzugehen, junger Padawan. Ich komme mit dieser Vierdimensionalität unseres Podcast-Daseins noch nicht klar. Aber wir sollten uns jetzt auch langsam mal auf das Aussteigen. Tickets wollte natürlich keiner sehen. Genau. Ganz umsonst gekauft. Wir haben gerade die Venedig-Folge zu Ende gesprochen. Das heißt, ich muss noch gar nicht mehr erzählen, was wir hier sehen. Nee, eigentlich nicht. Das ist schwierig, diesen Moduswechsel. Haben wir jetzt, wir können ja mal so einen, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, direkt nach einer Folge unsere eigenen Eindrücke unserer Folge wiedergeben. Ja, es ist hinter den Kulissen, obwohl eigentlich haben wir keine Kulissen weggenommen. Naja, aber da musst du uns, was ist dann die Frage? Hatten wir gerade ein gutes Gefühl bei der Folge? Haben wir das Gefühl, dass wir das, was wir von Venedig abdecken wollten, wir hatten ja, das haben wir auch am Ende der Folge gesagt, nicht den Anspruch, Venedig im Ganzen abzudecken, aber haben wir jetzt ein gutes Gefühl dabei? Also mit den Gefühlen zur Folge ist das zumindest bei mir immer ziemlich schwierig, weil die sehr verschieden sind. Ich weiß aber nicht so genau, also mein Anspruch, wir hatten da, glaube ich, heute Morgen noch drüber gesprochen oder gestern, was die Hörer eigentlich hören wollen. Ich frage mich mal, gab es da eigentlich jetzt spannende Atmos zu hören, also Orte, die mich als Hörer überraschen würden? Ein paar waren dabei, könnten meinem Geschmack nach mehr sein. Die andere Frage ist, haben wir eigentlich vernünftig beschrieben, was wir gesehen haben, damit es für die nicht so auf Atmos Wert legen, die Bilder im Kopf entstehen lassen, ob das dann so funktioniert mit den Bildern im Kopf. Weiß ich jetzt gerade nicht so. Ich glaube, es war eine gute Folge.
Manchmal habe ich das Gefühl, wenn eine Folge gerade fertig ist, das wird ein Klassiker. Das hatte ich früher öfter. Aber das war meistens, wenn wir was total Beklopptes gemacht haben. Insofern, ob das dann ein Kriterium ist, weiß ich nicht. Wie ist dein Gefühl? Ja, ich glaube, es ist ganz gut. Schön. Also ich glaube, wir haben... Ich glaube, mehr ist einfach nicht drin, auf die Art und Weise, wie wir es tun. Ne? Also ich weiß, dass man sich... Man könnte... Also, du sagst es gerade, wir fragen uns immer bei den Folgen so, wie ziehen wir sie auf? Was machen wir? Reicht es, dass wir durchgehen und unsere Eindrücke beschreiben, dass man so ein Wow, wenn ich den Markusplatz betrete, irgendwie authentisch mitkriegt? Ist es das, was irgendwie unsere Folgen ausmacht? Ist es, dass wir Fakten präsentieren? Wir versuchen eigentlich immer so einen Mischmasch zu machen aus beidem, dass wir uns ein bisschen in die Orte einlesen, das, was uns selber interessiert. Denn letztendlich ist das ein subjektiver Blick auf einen Ort. Ne? Also auch wenn es aus zwei Perspektiven geschieht. Aber wir können jetzt natürlich nicht, oder unser Anspruch ist auch gar nicht, dass wir besonders objektiv sind. Ne? Also wir versuchen das natürlich immer, oder zumindest ich versuche es immer mal wieder. Echt? Zumindest mich mal, wenn ich mich auch mal schon mal über irgendwas aufrege oder über irgendetwas stolpere, was mich jetzt stört, dann trotzdem noch so eine Art objektiven Blick darauf zu bewahren, um nicht ungerecht zu werden oder sowas. Ne? Aber das war jetzt in der Willi-Dich-Folge gar nicht, deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich gerade darauf komme. Aber ja, schreibt uns auch gerne mal in die Comments. Ich weiß, wir haben das schon mal bei der Feedback-Folge damals gehabt. Ja. Aber schreibt uns auch gerne mal, was euch eigentlich so, was für euch so der primäre Aspekt ist, warum ihr schöne Ecken hört. So, sind es die Atmos? Sind es vielleicht sogar wir? Es die Orte? Wollt ihr Eindrücke irgendwie bekommen? Hat vielleicht schon mal einer von euch einen Urlaubs... Nein, wir haben ja noch nicht so viele Auslandsfolgen, aber sollte diese Folge irgendwann mal dazu beigetragen haben, dass jemand nach Venedig wegen uns gefahren ist... Moment, diese Folge ist die letzte Folge. Wir sind in der Meta-Folge. Pass auf. Ja, meine ich ja. Ja? Damit ist die Venedig-Folge ja schon gelaufen. Ah, okay. Aber solltet ihr in der Zukunft... Nicht die heutige, die letzte. Genau. Solltet ihr in der Zukunft irgendwann mal nach Venedig fahren, aufgrund der Venedig-Folge, die wir jetzt gemacht hatten, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Jahre später vielleicht, wenn euch das dann wieder eingefallen ist. Würde mich interessieren. Generelle Frage ist natürlich auch das Konzept der Auslandsreisen. Wir haben jetzt wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und auch jeden Stress auf uns genommen, hier, glaube ich, 5 oder 6 Folgen in Italien zu machen innerhalb von 3 Tagen, was wirklich sonst auch so schwierig ist in Deutschland. Aber hier kommen noch Flüge dazu und lange Fahrzeiten und auch Orientierungs... Frühes Aufstehen. Zu unchristlichen Zeiten am Sonntag von... Wir wissen gerade noch nicht, wie wir uns eigentlich rückblickend darauf fühlen. Sagt uns doch mal, mehr Auslandstouren, also ich glaube mehr als eine pro Jahr oder vielleicht auch größere Abstände wird es wohl nicht klappen, aber sollen wir das nochmal machen? Nochmal zurück zu dem Thema vorher. Das Format. Wir haben uns ja auch ein wirklich undankbares Format ausgewählt, um über Architektur zu sprechen. Manchmal denke ich, ach, wie schön wäre es einfach mal so eine GoPro mitlaufen zu lassen. Um nicht beschreiben zu müssen, was sowieso nicht beschreibbar ist. Zum Beispiel, dass wir gerade an dem Gang stehen, der ist nicht so hoch, wie ich bin. Oh, das beschreibt es ganz gut, ne? Ja. Also es ist eine gewisse Mühsal. Hat sowas von Bergwerkstollen hier. Als Hörspiel on the fly Bilder in eurem Kopf entstehen zu lassen. Wie zum Beispiel diesen komplett leeren Gang, von dem ich noch nicht weiß, ob es eine Sackgasse ist. Das ist, glaube ich, auch der bisher runtergekommenste Bereich von Venedig. Und das riecht hier wirklich ein bisschen komisch. No, aber es riecht noch maritim. Das ist jetzt noch nicht unangenehm, finde ich. Ja, das stimmt. Das riecht so ein bisschen einfach, wie es an einer Mole oder irgendwie an einem Hafen auf einer Insel oder am Meer einfach riecht. Ja. So ein bisschen, ja. Jedenfalls, Lurche beschreiben, keine gute Idee. Schwieriges Format oder auch das ist gerade die Herausforderung. Es gibt ja viele Folgen, wo ich zumindest mit einem filmischen Anspruch rangehe und versuche, filmische... Ah, oh, shit. Oh, gut. Naja. Kann man den Taxi bestellen? Das ist einfach zu Ende. Und die Stufen enden im Wasser. Ja gut, Venedig halt. Ne? Da könnten wir noch von Haus zu Haus klettern. Assassin's Creed Style. Ja, ja, genau. Ich bin nicht so behende wie Alter ihr. Das war ja Ezio, oder? In Venedig war es Ezio. Also das Format ist bewusst als Herausforderung gedacht, wie sehr man eigentlich visuelle Erzählform eigentlich akustisch umgesetzt bekommt. Ne? Ja, und auch so ein bisschen, wir haben ja immer die romantische Vorstellung davon, wie unser Format gedacht ist. Und ich denke da immer, dass man sich bei einem schönen Teechen oder einem Kaffee mit Gebäck oder was anderem in seinem Ohrenbackensessel hinsetzt, an einem gemütlichen Abend die großen, teuren Kopfhörer aufstreift, die Augen schließt und mit uns diese Orte in der Fantasie abgeht. Sollte das irgendjemand wirklich so machen, meldet euch bitte. Ja.
Wir können vielleicht nochmal das Thema aufgreifen. Es gibt ja gerade in der Podcast-Szene diesen Diskurs zwischen, wie sehr kann eine Folge gebaut werden und wie sehr sollte sie spontan sein. Und wir entscheiden uns ja bewusst dafür, auch wenn ich immer wieder erwähne, wie viel Schnittarbeit Cornelis in diese Folgen reinsteckt. Aber wir entscheiden uns eigentlich immer dafür, die Folge so natürlich wie möglich zu lassen. Also es soll möglichst wenig geschnitten werden, es soll möglichst wenig Ortswechsel abrupt geben. Das ist so ein Grundsatz, den mir Cornelis eingebläut hat und den ich mittlerweile auch sehr vertrete, einfach weil, gerade weil es ein nicht visuell unterstütztes Medium, abgesehen natürlich von unseren Bildergalerien ist, ist es natürlich eine Herausforderung, umso mehr, wenn wir dann auch noch wild zwischen irgendwelchen Örtlichkeiten springen würden. Und deswegen ist das Ganze auch mit der GPS-Route, die immer dazu abgebildet wird, ist es der Anspruch an einer möglichst linearen Reise, um ein Gefühl des Ortswechsels auch zu haben. Und eigentlich ist das, was für mich immer das Schöne an unserem Podcast und die Herausforderung unseres Podcasts ist. Nämlich, dass wir uns auf eine lineare Reise begeben, die mit Ortswechsel, also die den Ortswechsel akustisch einfach auch mitnimmt. Auch wenn es manchmal ein bisschen laut wird. Ja. Tja, vielleicht kann man es hören. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In der normalen Welt. Ja, habe ich es mitbekommen, dass wir irgendwie aus Venedig rausgefallen sind? Es gibt hier Busse, Straßenbahnen, Autos. Das Dieselgestank. Ist, als wenn wir mitten in Berlin auf irgendeinem belebten Platz wären. Faszinierend. Okay. Also die lustige Brücke von Calatrava hinter uns, die so interessant jetzt nicht ist, verbindet anscheinend den weltlichen Teil der Stadt oder den normalen Teil der Stadt mit dem autofreien, romantischen, historischen. Oh Mann. Hinter uns die Boote, vor uns die Busse. Ja, also das ist dann wohl die lange Straße, die neben der Bahnlinie hier rüberführt und dann auch noch mit Bussen und Autos hier irgendwie die Möglichkeit existiert, hier rüberzufahren. Da gibt es plötzlich Ampeln. Ich glaube, da drüben gibt es auch ein Parkhaus. Ja. Warum sind wir nicht hergefahren? Wahrscheinlich wäre es teuer gewesen. Na gut. Irgendwie habe ich die Option, direkt herzufahren, überhaupt nie gecheckt. Hat doch keiner was zu gesagt oder geschrieben. Wahrscheinlich, weil die Parkgebühren auch ekelhaft sind. Wahrscheinlich. Wobei drüben zahlen wir auch nicht so wenig. Also, wahrscheinlich sind die Parkgebühren genauso viel wie Bus, Bahnüberfahrt. Könnte man ja auch mal kurz erwähnen. Wir haben 14 Euro Tagesgebühr drüben, wenn wir über 6 Stunden sind. Und der Zug hier rüber kostet nur? Nur 2,50 pro Person hin und zurück. Ja. Also 5 Euro für uns. Das ist wirklich bemerkenswert. So. Günstig. Wir drehen uns wieder zurück. Das sind Booten. Besser. Wir sind immer noch in Venedig, aber wenn ich mich umdrehe, bin ich mitten in Berlin. Was zur Hölle? Hier ist das Schild, Area Pedonale ist hier vorbei. Ja. Ich bin fertig. Ich bin wirklich richtig fertig. Wir hatten gerade am Flughafen noch eine sehr interessante Situation bei der Sicherheitskontrolle. Ein älterer Italiener mit zwei Kindern. Ein älterer Italiener? Nein, ja. Ich singe nicht. Wir müssen noch singen. Zwei kleine Italiener. Na, lassen wir das. Nee, wir hatten gerade noch eine sehr interessante Situation in der Sicherheitskontrolle mit einem älteren Italiener, der mit zwei Kinderflaschen mit Milch drin mehrfach durch diese Schleuse durchrannte und dabei wild zeterte und schrie und irgendwie alle irgendwie anblökte, die... warst du vor ihm oder nach ihm? Ich war, glaube ich, hinter ihm und weil ich mit meinem Packen beschäftigt war, habe ich das nicht ganz mitbekommen. Ja, ich stand, ja. Ich glaube, ich war nach ihm, ja. Ich hatte mich irgendwie hinter dich gestellt und irgendwie ist er dann zwischen uns geraten und er kam dann irgendwie zurück und ich dachte, was zur Hölle passiert denn jetzt hier? Und die Dame, die mich eigentlich abtasten sollte oder mich durch diese Leuchtschleuse irgendwie durchbringen sollte, die breitete nur die Hände aus, guckte mich völlig überfordert an, wusste nicht vor, wusste nicht zurück. Der Typ ist zweimal an ihr vorbei, schwenkte dabei diese Flaschen mit Flüssigkeit, die man, ich weiß nicht, an einem deutschen Flughafen wäre zumindest die Polizei gerufen worden. An einem amerikanischen wäre der irgendwie in Handschellen in der hinterletzten Arrestzelle gelandet und hätte wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen die Sonne nicht gesehen. Also eine unglaubliche Situation. Ja, wir müssen auch die schlimmste Pizza, die beiden schlimmsten Pizzen ever. Ja. Ever. Diese Folge ist ja jetzt ein bisschen ins Land gezogen, seit das hier passiert ist. Wir sprechen jetzt aus der Vergangenheit über die ganz lange Vergangenheit. Nein, ich lasse das mit den Zeitvergleichen. Aber wer uns damals auf Instagram-Stories verfolgt hat, wird das vielleicht noch mit einem Satz mitbekommen haben. Cornelis hatte die Idee,
Gardasee? Ja, Gardasee, nochmal anzuhalten. Wir hatten eine sehr entspannte Rückfahrt eigentlich, so insgesamt. Wir hatten definitiv noch Zeit, irgendwo anzuhalten. Und direkt an der Route lag der Gardasee, von dem ich viel Gutes gehört habe. Das muss alles erlogen gewesen sein. Und der andere Gedanke war noch, eine Pizza zu essen. Bisher hatten wir ja keine Pizza. Und was liegt da näher als eine Pizza am Gardasee? Ich muss jetzt gerade hier nochmal mit meinem... Verdammt, jetzt ist es leer, das kann doch nicht wahr sein. Mit meinem liebsten Reiseutensil, nämlich dem Bite Away, mich verarzen, weil ich bin so unglaublich zerstochen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe gerade einen neuen Mückenstich an einer Stelle entdeckt, wo ich gerade instinktiv gekratzt habe. So, ich bin wieder da. Ja, ich meine, wir hatten Siesta-Zeit, ne? Wir guckten so auf Google Maps und irgendwie war alles so zu, alles zu. Alles Gute war, glaube ich, zu. Ab 18 Uhr zu. Und dann wollten wir uns irgendwie nicht kleinkriegen lassen, dachten, wir fahren trotzdem hin. Und sind dann da in die Fußgängerzone rein. Und ja, also wenn ihr jemals... Wie ist der Ort eigentlich? Pescadore di Prinzi da Rumsa. Ich kann ja, den Namen vielleicht merken. Der halt. Unten rechts am Bodensee. Auf jeden Fall Gardasee. Oh. Café Central Gardasee. Hieß das. War irgendwie eigentlich ein Café, hatte aber auch Pizza und Pasta. Und nee. Ich habe gleich mal schön im deutschen Mekka-Kleinbürgertum habe ich erstmal auf Foursquare eine ganz miese Bewertung abgesetzt. Du hast noch nicht erzählt, was in der Pizza war. Ach ja, richtig. Also ich, wir bemerken halt, dass die ein bisschen schwarz von unten war, also der Boden. Meine ging noch so halbwegs, aber deine war ja wirklich von oben, also die war ja wirklich komplett rabenschwarz unten. Also da waren irgendwie mehr Graustellen, also mehr schwarze Stellen. Was du jetzt sagst, bin noch schlechter. Bitte? Ich habe dich für mich vorher noch als essbar definiert. Ja gut, okay, aber also ich weiß nicht, man hat ja im Urlaub immer so diese Hemmungen, also ich zumindest, ich möchte mich ungern irgendwie mit Leuten in einer anderen Sprache anlegen. Ja, das kenne ich. Waren halt alle so nicht, also Englisch ist hier, das stelle ich auf jeden Fall jetzt so retrospektiv fest, man kann hier nicht so davon ausgehen, dass, also Englisch hatten wir kaum Chancen so. Also es ist witzig, dass du sagst, weil meine Erfahrung war die gegensätzliche, dass Englisch so gut geklappt hat wie selten im Süden. Echt? Man kam halt immer irgendwie hin. Ich bin ja nicht so häufig. Das war kein Krampf. Es war nur, denen fehlten viele Worte und so und es war nicht einfach, aber es ging. Ja. Aber gut. Ich meine, ich habe das ja schon öfter in Folgen gesagt, ich bin ja wirklich der Meinung, man sollte sich in seinem Urlaubsland ein paar Floskeln zurechtlegen und das habe ich auch auf unserer Reise nachgeholt. Also sowas wie Mille Grazie und hilf mir kurz, Buenas... Noches. Nein, ja, aber Dias. Auch. Buenos Dias und sowas. Buenas Sera. Mille Grazie. Hatte ich schon. Prego. Ja. Wie war nochmal die Rechnung? Lustig, wir hatten ja irgendwann mal geguckt. So Speisekarten italienisch. Und dann war so das Erste, was ich bei Google gefunden hatte, war italienisch für Deutsch, also für deutsche Reisende. Und es waren nur so Sätze wie, das Essen schmeckt nicht. Aber du weißt jetzt warum. Ja. Das Essen schmeckt gebrauchen nicht. Können. Das Essen ist kalt, das Fleisch ist sehnig. Es ist unglaublich. Also Deutsche da scheinen nur zu meckern. Und ich mache das eigentlich nicht so gerne. Irgendwie, also ich, wenn ich in einem Restaurant schlecht gegessen habe, dann gehe ich da irgendwie nicht mehr hin. Und ich meine, dass ich da nie wieder hingehe, ergibt sich sowieso aus der Sache heraus. Der Ort heißt übrigens, ich habe es mal schnell nachgeschaut, jetzt ist es gerade weg. Peschera del Garda. Peschera del Garda. Und da das Café Central. Dort nicht essen. Dort nicht Pizza essen. Holt euch da einen Kaffee und Eis und von mir aus auch vielleicht Nudeln, aber die Pizza war wirklich die mieseste Pizza, die ich je hatte. Und jetzt muss ich endlich mal erzählen, was damit war. Ich kaute auf meiner Pizza rum und irgendwann hatte ich wirklich den Geschmack von Kohle im Mund. Und ich habe noch nie auf Kohle rumgebissen, aber jetzt weiß ich, wie sie schmeckt. Und es ist halt so, wie Kohle auch riecht. Ja, ist erst seitdem schlecht du das gehabt hast. Also irgendwie so. Du das gehabt hast, schlecht. Also so eine Mischung aus Eisen und Holz und komisch und keine Ahnung. Also da muss einfach von der Vorgängerpizza im Steinofen irgendein Brocken zurückgeblieben sein, der sich dann als mein Teigfladen da draufgelegt wurde, daran eingerollt haben. Und ich hatte wirklich so einfach nur so eine schwarze. Ich will das jetzt nicht im Detail beschreiben, aber es war echt widerlich. Oh, ja, nee, war nicht schön. Aber wir hatten danach gutes Eis. Achso, und mir hat noch ein Spatz dann zum Abschluss schön auf die Schulter gekackt. Und ja, ich verwende jetzt absichtlich dieses Wort, weil es war wirklich einfach nur so. Oh Mann. Ah, gut. Aber. Ja, und letzte Schwierigkeit war dann noch zu tanken, weil italienische Tankstellen, das wusste ich eigentlich, akzeptieren Kreditkarten normalerweise nicht. Und selbst da, wo es dran steht, funktioniert es nicht. Man kann noch Scheine reinstecken, aber die sind natürlich dann, tankt man halt, bis der Schein verbraucht ist. Oder wenn man das Auto voll tanken möchte, dann muss man irgendwie ein bisschen mehr reinschmeißen immer.
Ich habe es zumindest geschafft, nur 1,50 Euro zu verschwenden, aber dabei relativ viel Benzin auf mich selbst zu kippen. Also auch meine Hand und die Schlüssel. Auch interessant im Auto. Ich habe auch davon noch Kopfschmerzen. Jetzt habe ich Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, aber ich bin ja auch selber schuld. Also jegliche Form von Brandschutzbestimmungen haben wir auf jeden Fall. Pro-Tipp, also in Italien, warte mal, was ist denn der Tipp? Es gibt keinen. Bargeld ist eigentlich kacke und Karten sind kacke. Ja, man sollte auf jeden Fall ein bisschen Bargeld dabei haben für den Notfall. Ja gut, aber es hilft ja trotzdem nicht, wenn du dann nicht volltanken kannst oder Geld verschwendest. Es gibt keinen wirklichen Tipp, du wirst immer abgezockt oder verarscht. Das ist richtig, ja. Ja, gut. Ja, wir hatten es, glaube ich, haben wir es auch hier im Podcast erwähnt oder hatten wir es nur auf unseren Instagram-Stories? Also Instagram-Stories. Wir sind ja einmal, haben wir irgendwo abseits, also auf der Autobahn getankt und es scheint so eine Service-Fee, hattest du auf der Rechnung. 12 Cent pro Liter, ja. Das muss man sich mal... Also es war zum einen halt teurer. Und als Cornelis die Klappe aufmachte und mit der Zapfpistole ansetzte, sprintete eine Dame auf ihn zu. Was hat die echt zu dir gesagt? Die hat einfach angefangen zu zapfen und nicht gefragt, ob voll soll. Weil ich frage mich echt, ob man da einfach no sagen kann und dann macht man das selber und dann fällt dieses Service-Fee nicht an. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Touristenfalle ist, wo einfach dann das quasi mit auf die Rechnung geschrieben wird. Ich weiß gar nicht, ob sie eigentlich mein Auto anrühren dürfte, wenn ich sage, nicht anfassen. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber... Also die Differenz zwischen dem günstigsten Preis, den wir jetzt gesehen haben und ich weiß nicht, ob ich einmal getankt haben und das, was wir da bezahlt haben, waren tatsächlich 44, 45 Cent pro Liter. 45 Cent mehr? Pro Liter, oder? Ja. Okay. Aber die gute Nachricht ist, dass wir exakt auf den Euro-Betrag gelandet sind, den ich errechnet habe vorher. Weil Cornelis hat, ja, das muss ich auch nochmal sagen, also Cornelis hat eine fantastische Reiseplanung an den Tag gelegt. Wir waren wirklich just in time. Ich meine, wir waren an einigen Tagen, oder ich war an einigen Tagen auch ein bisschen gestresst. Wir haben das ja jetzt wirklich in 3 Tagen abgehandelt. Also nicht mal ganz, weil wir sind ja am ersten Tag noch angereist, am letzten wieder zurück und wir hatten natürlich dann nicht den vollen Tag jeweils. Also ihr habt das jetzt innerhalb von mehreren Wochen alles verfolgt und das klingt wahrscheinlich wie so eine 2-Wochen-Reise, aber wir haben jetzt innerhalb von etwas mehr als 48 Stunden, wo haben wir angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. In Bergamo. In Bergamo. Und dann waren wir kurz in Mailand, das war jetzt noch nicht so ganz glorreich, aber danach ging es in Turin. Genau, am Expo-Gelände, dann sind wir nach Turin weitergefahren. Dann sind wir von Turin nochmal gewechselt an die Küste. Dazwischendurch noch in den lustigen Ort. Genau, nach Levanto sind wir noch gefahren, um ein Eis zu essen. Von da wieder heißt. Nee, du bist zu weit. Erstmal haben wir einen lustigen Ort gesehen. Del Bell. Guter Ausblick. Alice Bell Tell. Richtig, da haben wir übernachtet. Alice Bell Colle. Ja, Alice Bell Colle. Alice Bell Colle. Dann Genua mit Friedhof und Hafen. Richtig. Dann nochmal schnell in Levanto ein Eis gegessen. Da habt ihr nichts zuvor gehört vom Podcast. Dann nördlich von Venedig eine sehr schöne Pension gefunden, beziehungsweise von dir per Tipp. Von unserem Reiser. Ja. Supervisor. Sehr lecker gegessen. So. Ja. Eines der Highlights dieser Reise. Und ich möchte auch durch diese Pizza jetzt das nicht verleiden lassen. Also es war einfach. Und dann waren wir noch in Venedig. Und dann echt Venedig. Und am Gardasee. Und am Gardasee. Und jetzt wieder in Bergamo. Und jetzt wieder in Bergamo. Wir müssen noch zurückfliegen. Und, ja. Aber an diesem Punkt auch nochmal, an dieser Stelle nochmal ganz großen Dank an unseren Reise-Consultant, den Herrn S., zu lesen in Silencers Blog, wo sehr viele Reiseberichte zu finden sind zu unserer Region. Wir haben das vorher, wir beide, auch mehrfach durchgegangen. Also der Dank gebührt nicht nur mir, sondern auch ganz großen Teilen auch ihm, weil eben sehr viele Tipps eingeflossen sind. Und wobei er gesagt hat, dass das wir machen, er war gegen Venedig und meint, das schafft er nicht. Wir haben es doch geschafft. Das wir haben es geschafft. Mein Impuls. Und ich kann nur wieder sagen, die paar Stunden, die wir da hatten, fühlten sich für mich als sehr rund, sehr rund und gut an. Also ich möchte nicht darauf verzichtet haben. Und für mich reicht das eigentlich auch. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jetzt nochmal dringend nach Venedig muss. Ja. Das fühlte sich alles sehr angenehm an. Mal. Ich war jetzt 25 Jahre nicht da. Habe ich im Podcast gar nicht gesagt, oder? Ja, doch. Doch, hast du. Habe ich. Erinnere ich mich daran. Gut. Da habe ich noch gesagt, wie alt ich bin. Das Gehirn sitzt aus und wir fliegen jetzt noch nach Haus. Wird auch Zeit. Vielleicht melden wir uns dann nochmal. Tschüss sagen. Aufnahme läuft. Endsequenz-Meta-Folge. Wir sind wieder zurück. Endgegner. Meine Füße jucken. Meine nicht, aber wirklich meine Arme noch komisch? Das war gestern so ein Problem. Habe ich noch Vogelkacke auf der Schulter? Wie geht's der Kohle? Der was? Ach, der Kohle, oh Gott, ja. Wir sind wieder zurück in Good Old Germany und meine erste Amtshandlung, nachdem wir wieder in meinem Auto saßen, also nachdem wir aus Flugzeug und Zug rausgefallen waren, war erstmal den nächstbesten Franchise-Burger aufzusuchen und mir zwei richtig
eklige, dicke Batzen Aas mit Tunke und Brotlaiben drumherum zu kaufen. Das weil ist ich so traurig. Immer noch wirklich so in den hinterletzten Backentaschen irgendwelche Kohlestücke im Mund hatte, die mich den ganzen Tag schon verfolgen. Das ist so traurig. Ah. Nicht wegen dir, sondern wegen, dass das von Italien geblieben ist, das Kohlegeschmack. Ja, das ist echt doof. Aber ich bin das gewohnt, weißt du, das ist mein Leben. Nein, ach, das klingt jetzt so schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwie da irgendwas verleidet hätte, aber es war schon irgendwie sehr bezeichnend. Man geht so irgendwie, so, wir müssen noch eine richtige Pizza essen. Und vor allem, wir gehen wieder, wir haben ja wirklich sehr viel Spaß an Focaccia entwickelt oder Focaccia, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Und ja. Dann gehen wir an so einem Fensterchen am Gardasee vorbei, wo wieder dieses tolle Focaccia drin lag und gehen zu der hinterletzten Pizzeria. Gut, haben wir alles eben schon erzählt. Müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ich musste wirklich eben mit irgendwelchen Systemburgern musste ich diesen Geschmack aus meinem Mund kriegen. Ich hatte ein regelrechtes Loch im Bauch und in den Zähnen. Aber vielleicht ist Kohle ja auch. Du hast nachgeguckt, Aktivkohle kauen ist gesund. Angeblich, ja. Ich höre jetzt auf, mich zu kratzen. Das war es jetzt wirklich. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Du hattest noch ein paar sehr interessante Fakten zu Venedig, die ich echt spannend fand. Ja, ich habe nochmal recherchiert, wie das mit dem Versinken von Venedig ist. Und der letzte Stand ist tatsächlich, zum einen sind die Wälle und die Schutztore, die ich besprochen und angesprochen habe, fertig seit 2013 ungefähr. Für 4 Milliarden wurden sie gebaut. Das sind durch drei große Tore, wo man die Lagune schließen kann. Und dann bei Hochwasserlagen ist dann die Stadt geschützt, so die Theorie. Man ist aber dabei davon ausgegangen, dass die Stadt selbst nicht mehr absinkt, was sie lange Zeit getan hat, in den 50er, 60er Jahren, weil man sich Grundwasser abgezapft hat, also Grundwasser hochgepumpt hat. Und das führt oftmals dazu, dass sich der Boden setzt, weil ja weniger Wasser drin ist. Mhm. Und nachdem man zunächst dachte, dass dieser Effekt nach dem Stoppen des Abpumpens nicht mehr auftritt, haben nun Wissenschaftler nachgewiesen vor kurzem doch, die Stadt sinkt ab. Und zwar 2 Millimeter pro Jahr. Und das sogar unterschiedlich stark. Im Osten ein bisschen mehr, im Westen ein bisschen weniger. Das heißt, sie kippt. Und man war wohl nur deswegen davon ausgegangen, dass die Stadt nicht mehr sinkt, weil die Messgeräte nicht so genau waren, das zu ermitteln in den 60er, 70er Jahren. So, und jetzt weiß man also, dass die Stadt in den nächsten 20 Jahren circa 8 cm absinken wird, damit der Wasserspiegel steigen. Und das 4 Milliarden teure Bauwerk vielleicht nur eine Verzögerung des finalen Untergangs ist. Ich fand deine Reaktion witzig, als du sagtest, Venedig wird doch untergehen. Ich wusste gar nicht, dass es zwischendurch nicht untergehen soll. Ja. Ach ja. Das noch als Information hinterher. Ja, 8 cm. Mhm. Das ist gar nicht so wenig. Gut, wir haben es jetzt gesehen. Ohne Meeresspiegel, die steigen, das tun sie ja auch. Aber dagegen schützt jetzt das Bauwerk. Ja. Aber wir haben es jetzt gesehen und nein, da darf man auch gar nicht zynisch werden. Also ich bleibe bei meiner Aussage, dass es etwas Einzigartiges ist und es wäre schon irgendwie schön, wenn das auch nachfolgende Generationen erhalten bleiben würde, weil ich glaube, sowas in der Art wird einfach nie wieder gebaut, weil niemand wird jemals wieder auf so eine verrückte Idee kommen und dann ist es doch in irgendeiner Weise erhaltenswert. Ja, mal gucken, was uns da noch einfällt. Sonstige Fußnoten oder Randbezeichnungen, weil sonst würde ich sagen, lass uns endlich mal den Sack zumachen. Genug. Keine Fußnoten. Bella Italia. Genug davon. Zurück zu was auch immer. Wir Deutscher Winter. Das nächste Podcast werden. Es geht wieder auf die dunkle Jahreszeit zu. Das heißt, wir werden uns wieder. Es riecht nach Sofa. Also wer sich gerade über die Atmo wundert, die weg ist, wir können mal ganz kurz schweigen. Wir sitzen nämlich wieder in der Trockenheit meines Wohnzimmers. Und dieser Raum ist überraschend. Trocken, was die Schall... Wenn nicht gerade irgendwie meine Boxen hier brummen würden, Leute mit empfindlichen Ohren hören das vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Hier werden vielleicht wieder, wenn nicht mal wieder die Möglichkeit entsteht, dass ich mal mich da oben Göttingen, Hannover die Ecke bewege, dann werden vielleicht wieder hier ein paar Folgen in den kalten Jahren... Winter is coming. Kalten, dunklen Jahreszeit entstehen. Wir haben auch schon ein paar Pläne. Vielleicht werden wir mal wieder eine weitere Folge mit... virtuellen Welten machen. Das müssen wir uns noch überlegen. Ich habe da ein paar Optionen rausgesucht. Es steht auch ein Jubiläum an, genau. In wenigen Folgen ist es soweit. Dann haben wir die... 150. Und da das noch quasi ein halbes Jahr hin ist vom heutigen Aufnahmedatum für euch und nur noch ein paar Wochen, haben wir noch Zeit, uns Gedanken zu machen, aber ihr nicht. Egal. Also...
Ich muss mal gerade live nachgucken, seit wann ich eigentlich hier Bestandteil sein darf. Ich habe gerade in Wikipedia nach Google reingehackt, Schöne Ecken Medienhafen, aber es kommt nicht. Gibt es doch bei Schöne Ecken direkt ein. Ist einfacher. Gibt es eine Suche, kann man eingeben. Übrigens auch Tipp an euch, wenn ihr mal irgendwo hinfahrt, vorher einmal bei Schöne Ecken gucken, vielleicht waren wir schon da und haben irgendwelchen Quatsch erzählt. Ja. Weil Medienhafen Düsseldorf war ja die erste Folge, wo ich damals noch als Gast diesen Podcast beiwohnen durfte. Das war Schöne Ecken 62. Oh, hier, hier, 62. Meine Fresse, das ist echt schon lange. Wir podcasten schon bald. Aber du warst, glaube ich, dreimal oder sowas Gast, ne? Ich glaube, ja. Als Gast eingetragen. Es gab ja auch noch Berlin und... Ab wann gehörte ich dann zum Inventar? Oh, das müssen wir später herausfinden. Das machen wir dann in der 150. Folge. Wir brauchen ja auch noch Themen für die Sendung. Ja. Ich sagte es ja schon, wir sollten mal den Sack zumachen. Es war eine lange Italienreise. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken. Das war wirklich eine fantastische Reiseplanung. So einen knappen Zeitplan in so pickepacke vollgesteckte Sendungen umzuwandeln. Dafür gehört dir mein Respekt. Und gern geschehen. Das war, glaube ich, ein 2 Wochen Urlaub gepackt auf 2,5 Tage. Ich muss jetzt ganz viel Bubu machen. Ganz viel. Gute Nacht. Gute Nacht. Dir und euch allen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.